Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Moment, wo befinden wir uns? Wir befinden uns hier in Lea Wien, Blankenmarkt. Und wir sind eigentlich hier... Hoppala, das wollte ich nicht. Befinden sich vereinzelte Siedlungen, Farmen und Waldgebiete mit Wildreservaten. Das habe ich auch schon gehört. Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Nein, sie wurden überrumpelt. Die Legion hat sicher alles unter Kontrolle. Ja, die Legion hat alles unter Kontrolle. Genau, wir wollten hier jetzt mal etwas suchen, womit wir vielleicht an der Hauptquest weiterkommen. Also irgendwie ein Ort hier Manka Kamara schriften erleuchtet folgen können. Ich sollte diese Bücher etwas genauer studieren. Vielleicht brauche ich nochmal die anderen Bände. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich soll hier irgendwie was finden. Was suchen. Damit wir hier vorankommen. Ansonsten, wenn wir hier halt nichts finden, würde ich mich erstmal vielleicht mit was anderem beschäftigen oder so. Vor allem mit der Kriegergilde kommen wir ja momentan auch nicht wirklich weiter. Wegen den Trunkenbolden. Da hinten haben wir wieder einen Schrein, sehe ich gerade. Von welchem Dedra ist denn das der Schrein? Ist das Nocturna? Wir haben keine Angst vor der Dunkelheit. Die Herren der Nacht gibt uns Augen, die Geheimnisse der Nacht zu durchschauen. Nocturnal. Okay. Morgra Gamon. Was wollt ihr hier? Gamon. Rein von Nocturnal. Ihr solltet nicht hier sein. Was wollt ihr hier? Glaubt ihr, dass ihr würdig seid, mit Nocturnal zu sprechen? Vielleicht seid ihr hervorgerufen worden. Vielleicht benötigt Nocturnal eure Dienste und hat euch hergeführt. Tretet näher. Okay, Quest angefügt Nocturnal. Tretet an den Schrein, wenn ihr es wagt. Ich habe es in den Kapellen versucht. Das war reine Zeitverschwendung. Seid vorsichtig. Ja. Oder? Warum tretet ihr nicht vor den Schrein? Wir wollen keine weiteren Gefolgsleute. Wir wollen nur in Ruhe gelassen werden. Ja, ihr Auge ruht auf euch. Hier macht sie die Tür aus. Okay. Rein von Nocturnal. Nacht unter Fremden. Geheimnisse in der Dunkelheit. Nocturnal ist da. Doch mein Auge ist blind und versunken, aus seinem Schrein gestohlen und in dunklen Wassern verborgen. Einen Gott zu bestehen ist sehr unklug. In Lea Wien gibt es zwei Argonier, die glauben, dort gut versteckt zu sein. Doch das Auge hat sie gesehen. Findet diese Diebe in der Stadt, die über den Wassern liegt. Findet heraus, wo sie mein Auge verbergen. Holt das Auge von Nocturnal zurück, Sterblicher, und bringt es mir wieder. Ich werde euch dafür gewogen sein. Als sie besporen war, sprach Nocturnal zu mir vom Auge von Nocturnal, das gestohlen wurde. Die Dedra vermutet die Diebe in Lea Wien. Ich soll dorthin gehen, die Diebe finden und das Auge zum Schrein zurückbringen. Okay, Lea Wien. Das ist jetzt die erste Dedra-Quest, die ich jetzt annehme. Kann das sein? Von den anderen, also die ich richtig aktiv annehme. Von den anderen Daedra habe ich ja noch keinen Schrein gefunden. Also,
Also, warte mal, wen haben wir gefunden bis jetzt? So, ich bleib mal auf der Seite des Nieben. Wir haben hier Sheogorath haben wir gefunden. Wir haben hier Malakath gefunden. Molag Bal. Clavicus Vil. Im Norden waren wir noch gar nicht wirklich unterwegs. Hier waren wir auch noch. Wir waren noch so gut wie nirgendwo unterwegs. Und Lea Wien ist ja hier unten, ne? Lea Wien. Das Auge von Nocturnal. Ist das, oh, warte, was war denn da? Da hat irgendwas geleuchtet. Ich will mir das jetzt mal ansehen. Ihr habt gefunden Arpenien. Aber ach, wisst ihr was? Ich glaube, bis wir die Hauptquest da schaffen können, weiterkommen, wird es noch ein Weilchen dauern. Machen wir erstmal die anderen random Quests und erkunden auch mal vielleicht im Norden oder so. Machen wir mal erstmal die Quest von Nocturnal. Und gehen nach Lea Wien. Sorry, aber ich summe gerne die Musik nach. Okay, aber wir suchen dann jetzt erst einmal die beiden Argonier, die das Auge da gestohlen haben. Und dann würde ich vielleicht doch lieber in Richtung Norden gehen und da mal ein bisschen was erkunden. Da fehlt uns noch einiges. Bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist jetzt die Frage. Ja, okay. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen irgendwie eine Seitenstraße oder so genommen habe. So, ist jetzt eigentlich die Frage, was wäre eigentlich die nächstbeste Rüstung nach Orkisch? Wäre da schon die Daedra-Rüstung oder... Ne, Ebenerz kommt noch. Danach kommt noch Ebenerz und dann kommt Daedra. Daedrisch. Okay, Lea Wien. Wir sind da.
Okay, also irgendwo hier sollen jetzt zwei Argonier sein. Ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Auge von Nocturnal? Das Auge von Nocturnal? Davon habe ich noch nie gehört. Okay, danke schön. Lebt wohl. Da haben wir eine Khajiit. Sie sammeln aus irgendeinem Grund heilige Reliquien. Ich hatte keine Ahnung. Gut. In der Was Tat. Kann ich für euch tun, Seht Bürger? Seht euch vor. Ich suche mal Argonia. Du, werter Herr. Was kann ich für euch tun, Ritter? Gerüchte? Shuravi führt die Wirtschaft gut, aber zu ihren Schwestern ist sie abscheulich. Lebt wohl. Wo könnten die Argonia wohnen? Wo waren die hier nochmal? Was kann ich für euch tun? Elsinia, Gerüchte? Dagail soll sehr viel über Mystik wissen und über Schafe. Über Mystik und Schafe. Lebt wohl. Kämpfergilde, da wollte ich jetzt nicht rein. Ich bin Celia Draconis, Hauptmann der Wache von Leavin. Ich hoffe, wir werden uns nicht in meiner offiziellen Funktion begegnen. ja. Geht weiter, Bürger. Ich dulde kein Herumlungern. Ich lunge auch nicht herum. Dunkelfrost, Wo könnten... Was ist das denn da für ein Gebäude? Hier, den Eingang. Tür zu südliche Bücher. Gruß euch. Zu den drei Schwestern. Ach ne, das waren ja Khajiit, okay. Magathes Haus. Rajahirs Haus. Können wir aber nicht eintreten. Beitreten. Da haben wir einen Argonia. Ja, ich bin Darji. Ich bin ein verkleideter Khajiit. Möchtet ihr sehen, wie ich meinen Hintern lecke? Hahaha, der Witz zieht immer. Ja, kennt ihr irgendwelche Gerüchte? Angeblich ist es Strassa immer noch nicht gelungen, einen Heiltrank gegen die Skooma-Sucht zu brauen. Schönen Tag. Danke. Otumiels Haus? Hier haben wir die. Ich bin Otumiel, aber ich habe nichts getan. Wirklich, ich war es nicht. Nein, ehrlich, ich war es nicht. Niemals. Gerüchte? Angeblich ist es Strassa immer noch nicht gelungen, einen Heiltrank gegen die Skooma-Sucht zu brauen. Auch ihr. Wie sieht denn eigentlich das Auge aus, das wir suchen müssen? Werte Plotius Haus? Die Argonia haben hier einen sehr sonderbaren Humor. Dajis Haus?
Er ist wieder da. Wie beim Nashaus? Ich bin Bijen. Ich bin ein Jäger und Webam Nas Partner. Hoffentlich hat er euch nicht mit seinem Rattentick gelangweilt. Ich fürchte, er ist total verrückt, wenn es um Ratten geht. Auge von Nocturnal? Warum? Warum fragt ihr? Davon habe ich noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und Webam Nah weiß es genauso wenig. Quest aktualisiert. Okay, wir haben die Verdächtigen gefunden. Auf Wiedersehen. Okay, also haben die hier irgendwo das Auge. Aber was tun wir, wenn die Trolle es essen? Psst, da ist jemand! Wartet, bis sie fort sind. Ich hörte, wie Bien und Webam Nah sich unterhielten, aber sie sprachen nicht weiter, als sie merkten, dass ich auch dort war. Ich musste ihren Gesprächen lauschen, ohne entdeckt zu werden. Okay, nochmal. So. Aber was tun wir, wenn die Trolle es essen? Psst, da ist jemand! Wartet, bis sie fort sind. So. Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Wartet hier. Hier? Hier und jetzt? Was wäre es denn mit da drüben? Nein, es muss hier sein. Na gut, ihr seid der Großmeister, was immer ihr sagt. Es ist mir egal, wo du wartest. Hauptsache du wartest und kommst nicht damit rein. Aber was tun wir, wenn die Trolle es essen? Trolle mögen kein Wasser. Trolle können nicht schwimmen. Das Auge ist absolut sicher in der Gezeitenhöhle. Also entspannt euch. Ich hörte, wie Bijen und Bebam sich über die Gezeitenhöhle unterhielten und den Schatz, den sie dort versteckt haben. Ich sollte die Höhle einmal im Augenschein nehmen. Bei Azura, bei ja, oh großer und mächtiger Großmeister! Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe? Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Es wäre schön, wenn du zumindest mir den Weg erleuchten würdest, da. Die Fackel halten. Okay, Dinge. Hallo? Angeblich zähmen die Hochelfen sie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schönen Tag! Lebt wohl. Okay, er führt auch normale Unterhaltung mit anderen. Interessant. So, Ausgang. Am Schloss vorbei. Gehe ich mal von aus. Also mit anderen hält er noch Normalunterhaltung, aber bei mir ist er so, so komisch. Hat er auch einen Namen? Warte mal. Ah, okay, da, hoppala. Da im Süden ist es. Na, mal gucken, wie lange er dieses Mal überlebt. Ist aber auch immer wieder spannend mit dem so. Der ist wie so eine Kakerlake, wirklich. Der kommt immer wieder. Komm, wir gehen mal querfeld ein. Was soll ein Großböses da jetzt auf uns zukommen? Ich habe einen Frosch gehört.
Wie viele Daedra-Götter gab es eigentlich nochmal hier? In Elder Scrolls? Die zumindest bekannt sind? Ich glaube 16, oder? Und Aedra gab es 9, beziehungsweise 8, wenn man Talos wieder rauslässt. Aber Daedrische Gottheiten, glaube ich, gab es 18 oder 16. Gezeitenhöhle entdeckt. Ah, hier, da ist es wohl. Uns mit irgendwas infiziert? Gelber Haken. Und okay, wir haben uns mit gelber Haken infiziert. Ist ja wundertoll. Erstmal hier entlang. Magie reicht wieder nicht aus. Kaputt. Hey. Autsch. Okay, jetzt müssen wir aber die Gesundheit wieder aufladen. Kann man den looten? Giftheilung mag ich ja wiederherstellen. Trinken wir mal ein bisschen. Ich kann im Moment keine weiteren Tränke zu mir nehmen. Okay, man kann nur 5 Tränke. Leichtzeit nehmen? Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich wollte, Warte mal, in welchem Zustand sind jetzt gerade die Waffen? Großer Welkenstein, hier Reparaturhammer. Komm, ich repariere mal alles.
Okay, von hier kamen wir. Okay. Ach nö, noch ein Bär. Ein Schwarzbär. Okay, das war schön, wenn er hier am Schwimmen war. Wo muss ich genau hin? Ich muss hier wahrscheinlich tauchen, ne? Unter Wasseratmung für 30 Sekunden. Da brauchen wir nicht. Lass mir raten, das ist das Auge. Auge von Nocturna. Ich habe das Auge von Nocturna gefunden. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. Kann er ertrinken? Gibt es hier noch irgendwie was? Den tue ich bis jetzt noch nichts. Da ging es ja auch noch weiter. War das Schlachterfische? Schlachterfisch. Eisenpfeile. Gold. Derzeitige Seelenstufe größerer. Da sind größere drin. Ne? Wo ist unser Fan? Ist er ertrunken? Ist er tot? Ich frage mich, wie viele Fans wir noch verlieren werden. Okay, ne, der hat es noch überlebt. So. Keine Ahnung, von wo der jetzt kam. Bereich wird geladen. Meine Magie reicht wieder nicht aus. Ich liebe diese Musik. Ich glaube, für mein Serienprojekt, da werde ich die ganzen Soundtracks aus allen Elder Scrolls Teilen einfach mal rausnehmen und die irgendwie versuchen, mal da reinzubauen.
Ganz besonders diese eine Melodie. Gänsehaut. Irgendwie der Regen passt jetzt auch so schön zu der Musik, finde ich. Also, ich liebe diese Musik. Und den haben wir jetzt zum ersten Mal jetzt, glaube ich, wirklich bis zum Ende gehört. Warum auch immer ich jetzt die Waffe bezogen habe. Irgendwie, ich habe es mir jetzt von Asuka angewöhnt. So mit, ich habe das ja auf F umgestellt dabei bei Asuka mit der Steuerung. Statt auf Z bzw. Y. Mit dieser Sicht, und ich bin irgendwie daran gewöhnt, das immer zu machen. So. Ich habe mein Auge zurück und kann nun wieder in die Dunkelheit eurer Welt blicken. Wir verhöhnen die Diebe, denn sie haben einen bitteren Verlust erlitten. Ihr Sterblicher, nehmt dies. Es wird euch die Geheimnisse dunkler Orte offenbaren. Skelettschlüssel hinzufügen. Nocturnal war zufrieden, dass ich das Auge von Nocturnal zurückbrachte. Ich wurde mit dem Skelettschlüssel belohnt. Der Skelettschlüssel. Gesegnet seid ihr. Wie kann ich von Diensten sein? Ich habe es in den Kapellen versucht. Das war reine Zeitverschwendung. Warte mal, ich... Skelettschlüssel. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Er braucht die Dietrich ja nicht mehr. Ich hätte gern mehr Infos zum Schlüssel da. Hoppala. Verwahrt den Schlüssel. Gesegnet seid ihr. Wie kann ich von Diensten sein? Wir wollen keine weiteren Gefolgsleute. Wir wollen nur in Ruhe gelassen werden. Verwahrt den Schlüssel. Gesegnet seid ihr. Wie kann ich von Diensten sein? Wir heißen Besucher nicht unbedingt willkommen, aber wir bringen sie auch nicht um. Verwahrt den Schlüssel. Verwahrt den Schlüssel. Okay, das war jetzt nice. Wir haben das Skelettschlüssel. Das ist ja der Schlüssel, der nie zerbrechen kann. Der wird uns schon mal sehr nützlich sein, sobald wir dann der Diebesgilde beitreten. Und der Assassinengilde. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Wie machen wir weiter? Nehmen wir mal mit. Mit viel Brustharnisch. Kann ich ihn eigentlich auch ausrüsten?
Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Nee, ich kann ihn, Donnerwetter. Donnerwetter. Ich kann ihn nicht ausrüsten. Ich speichere vielleicht einmal. Vorsichtshalber. So, was ist das? Elfendolch. Die Dreche brauchen wir ja nicht mehr. Ich finde das super, dass wir jetzt das Gletscher schon mal haben. Müssen wir vielleicht mal austesten. Was ist denn da vorne? Also da vorne sehe ich irgendwie so ein Amboss-Symbol. Beziehungsweise zwei gekreuzte Hämmer. Öde Mine entdeckt. Ah. Oh, und was ist das da? Da ist ein Kelch. Ich gehe hier einfach mal querfeldein. Herberg zum betrunkenen Drachen. The Drunken Dragon Inn. Es ist... Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Ich frage Andreas Draconis. Ja? Andreas Draconis. Wie hieß, wir hatten doch vorne leer wie in eine andere Person, die Draconis heißt, besprochen. Also wurden die Einbrüche in Anvil von jemand Internem ermöglicht? Die Kämpfergilde hat das erledigt? Gute Arbeit. Nun, seid gegrüßt, Bosmer. Hallo. Was habt ihr zu berichten? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es macht den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Bis später. Lebt wohl. Somerset. Es ist... Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Ermordung? Also, da kennen wir schon. Okay, gehen wir mal den Weg hier entlang. Ich will mich mal hier ein bisschen jetzt umsehen. Mal die Welt erkunden. Und mal schauen, was wir so, sonst so noch entdecken. Weil wir haben zwar einige Quests offen, die, wo ich aber ein bisschen, sagen wir mal so, auf dem Schlauch stehe. Um das Weib zu... Hexemine entdeckt, okay. Was sind das denn? Sumpfraubenpilz. Der hat nichts von Wert. Stahldolch, Stahlschild. Spitzhacke?
Hoppala. Ich wollte R. Ja, okay, aber finde das aber auch interessant mit den Goblins hier, dass das verschiedene Gruppierungen sind. Führen die auch miteinander Krieg oder so? So, gehen wir mal in die Richtung. Obwohl, von hier kamen wir, glaube ich, oder? Okay, nee, das für... Atata. Haben wir entdeckt. Ich finde schade, dass hier aber noch keine Controller-Steuerung war. Für den PC zumindest. Oder gab es den auch als DLC für 20 Euro? Controller-Steuerung. Weil damals war, glaube ich, dieses Pferde-DLC, die Pferderüstung, auch 20 Euro, glaube ich, oder? Damals? Deswegen so ein Aufschrei war. Ich glaube, wir sind wieder auf der Hauptstraße. Ja, wir sind wieder auf der Hauptstraße. Ja, okay. Dann bleiben wir erstmal hier. Was ist denn das für ein Stein? Oder Schrein oder so? Rehmann-Runenstein. Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr seine heraufbeschworene Waffe und Rüstung? Moment. Rehmann hatte eine dädrische Rüstung und ein dädrisches Zweihänderschwert. Behalten wir die Rüstung jetzt? Nee, da läuft noch der Timer. Ah, die Magie reicht wieder nicht aus. Ist das wert? Wir müssen wieder verkaufen gehen. Was ist die nächste Stadt? Auf der anderen Seite des Flusses, Bravil. Wieder was reparieren? Nein, das. Ja. So, gebundener Brustharnisch. Der wiegt gerade nichts.
So, jetzt. Okay, der sieht schon echt nice aus. Ich freue mich schon, sobald wir den richtig besitzen. Warte mal, was ist das denn für ein Symbol da auf der Map? Auf dem Radar da unten? Panthermaul? Das ist ein Geisterschiff, sag ich jetzt mal. Zerbrochener Rumpf zu Emma May Oberdeck. Alter. Da ist noch ein Geist. Ihr seid momentan schweigsam. Ektoplasma, die brauchen wir. Was ist das? Elfen Kurzschwert. Ist viel wert. Momentan zu schwer belastet. Wie lange? Ich kann mich gerade... Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Kompanion. Okay, wir haben unsere Rüstung wieder verloren. Also unsere Dada-Rüstung. Echt, jetzt der Leichnam ist im Weg? Ah, wieder zu schwer belastet. Das ist doch herrlich. Ich höre hier noch einen Geist. Okay, jetzt bin ich definitiv zu schwer belastet. Okay, was kann ich wegschmeißen, was nicht so viel wert ist? Klinge des Leids. Silberstreitkolben, komm. Achso, ich brauche dafür Platz. Kann weg. Auch weg. So. Mal gucken, wie lange der Zauber noch dauert.
Mir wird Leben entzogen gerade. Sehe ich gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Gibt's hier noch irgendwas? Halte zu Emma May unteres Deck. Und Sack. Apropos, vielleicht noch mal kurz reparieren. Nein, nicht warten. Was hier? Unmöglich. Okay, es kommt noch eine Quest wahrscheinlich hier hin. Dann gehen wir wieder raus. Er hat aber, unser Freund hier, der Verehrer, hat wieder nicht lange durchgehalten. Ich frage mich, wie oft wir ihn verlieren werden. Ey, mich interessiert es wirklich, wie seid ihr mit dem umgegangen? So, wie oft habt ihr ihn verloren? Wie oft ist er euch gestorben? Er ist auf jeden Fall eine lustige Gesellschaft, sagen wir mal so. Er geht einen auch nicht allzu sehr auf den Sack, steht sehr, sehr selten im Weg rum, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise wenn Gefahr ist, er haut eher ab, statt im Weg rumzustehen. Also er ist noch angenehm im Gegensatz zu den späteren Gefolgsleuten, also aus den späteren Teilen meine ich. Da sind die eher mehr so stehen im Weg. Oh, so viele Rehe. 5 Stück. Und ich vermisse jetzt schon die Dedra-Rüstung, die wir gerade hatten. Ich freue mich schon, sobald wir alles auf Daedrisch hier umgedingst haben. So, wir befinden uns jetzt aber auf der Höhe von Bravil. Eine sonderbare Tür haben wir da. Voilà. Okay, Leben ist voll. Okay, jetzt nicht mehr. War wohl zu tief gefallen. Angreifer oder normale? Lerne mich gerade erst, du erbärmlicher Wurm. Und jetzt fallt um und verblutet. Tut euer Schlimmst. Jetzt werdet ihr Schmerz lernen. Was ist los? Fängt das Baby da? Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Oh! Warum? Oh! Die Tricke brauchen wir nicht mehr. Hat er irgendwas? Nope. Okay. Gehen wir mal weiter.
Eure Magie reicht wieder nicht aus. Obwohl, wir können auch hier beim nächsten Mal weitermachen und gehen Richtung Norden, erkunden da noch mal ein bisschen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!